Willkommen zurück zu Divinity 2. Wir sind hier noch in dem Labyrinth, diesem Gargoyle-Labyrinth. Bisschen enttäuscht bin ich schon von der Geschichte mit dem Historian, aber vielleicht treffen wir den ja nochmal. Würde mich nicht überraschen. Wir können jetzt mal hier diesen Schauplatz erstmal untersuchen, ob noch irgendwas Interessantes ist, bevor ich durch das Portal gehe. Explosionspfeile geben wir gleich Sibyl. Weil Schädelhaufen. Kurzer Stock. Ja, also gecraftet habe ich ja so Waffen und sowas habe ich noch gar nicht. Ich sollte mir das vielleicht mal angucken. Identifizieren, gleich mal angucken. Intelligenz 11. Gleich angucken. Intelligenz 11 ist entweder für den Fane oder für die Lose. Erdresistenz 14 Lebenspunkte. Zwei Initiative ist schon ganz geil, aber ich glaube, Erdresistenz und 14 Lebenspunkte. Außerdem mehr Rüstung ist geiler. Gut, ach, sie hat ja die Teleportationshandschuhe. Müsste vielleicht die Teleportation einfach mal lernen. Aber wenn man halt Skills durch Gegenstände bekommt, bekommt man ja nicht nur den Skill und eventuell auch von der Stufe, von der Schule, die man gar nicht kennt. Das ist das eine. Das zweite ist auch noch, dass man, gleichzeitig natürlich auch noch einen Slot mehr bekommt. Also es ist halt auf viele Weisen sehr hilfreich. Was ich mich gerade frage, ist, wenn ich zu viel Initiative habe, weil sie hat doch irgendwie Initiative durch. Wodurch bekomme ich ja nochmal Initiative? Irgendwas hat sie doch, durch sie voll viel Initiative bekommt. Ach, der Stab war das. Noch eher als eher dran sein, geht ja irgendwann auch nicht mehr. Also dann ist halt super eh dran, super früh dran. Wodurch kriegt man eigentlich Initiative noch? Ist das Verstand? Ah, genau. Ja, Teleportation ist auch im Kampf sinnvoll, deswegen lasse ich das erstmal so. Ich gebe ihr trotzdem mal die Handschuhe, falls sie es bei Lose austauschen möchte, zwischendurch. Rekas Dorn. Was ich alles für Sachen habe. So, die haben wir durchsucht. Den Schädelhaufen haben wir auch durchsucht. Den zornigen Einäscherer. Der hat natürlich nichts dabei. Der ist nur zornig. Aber. Achso, mit Sibyl, weil sie den Slot hat, hole ich mal. Neue Quellenmagiepunkte. Ist hier oben irgendwas? Giftschaden. So eine Knolle. Ist hier noch ein Schildhaufen nördlich? Okay. Dann haben wir alles durchsucht. Dann können wir jetzt durch das Portal gehen. Ich bin gespannt. Die anderen dürft schon auch mitkommen. Kommt alle mit? Oder auch nicht. Vor allem, da sie die Teleportationshandschuhe hat. So, erstmal den Schädel einsammeln. Das ist doch die Stelle, oder? Ja, das ist noch ein anderes Portal. Ich probiere trotzdem mal, ob ich mich da hochschummeln kann. Nope. Will ich gar nicht so viel rumprobieren, weil es halt letztes Mal dann ja auch, wenn da oben ein anderes Portal ist, dann komme ich da sicherlich irgendwie anders hin. Können die anderen vielleicht auch mitkommen? Dann halt so. Dann halt auf die schwierige Art. Okay. So, jetzt habe ich einen weiteren Schädel. Jetzt muss ich mir genau überlegen, wo ich den einsetze. Ich könnte ihn hier einsetzen, dann stehe ich hier draußen und habe zwei verschlossene Türen. Ist da irgendwo? Hier scheint ja was zu sein, was ich übersehen habe, glaube ich. Das habe ich ja vorhin von der anderen Seite gesehen.
I've spotted a trap. Oh. Oh. Geht die Tür einfach auf. Okay, es bringt mich jetzt also nicht weiter. Das heißt, ich kann vielleicht auch andere Türen einfach aufmachen, okay? Hä? Dies. Warum ist die verschlossen? War die nicht vorhin offen? Wenn ich jetzt noch rein müsste, aber die war vorhin offen. Vielleicht ist die verschlossen, wenn das Ölfass da drauf steht. Das ist gut möglich. Oh, dann gehen beide Türen auf, okay. Das heißt, ich habe jetzt hier Zugang zu diesen Gebieten allen. Hier von vorne, da hoch, da durch. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Da haben wir das geholt. Hier kommen wir ebenfalls durch. Ist noch irgendwo eine Druckplatte, die ich jetzt nicht sehe. In dem großen Raum hier vielleicht einfach stumpf irgendwo. Das Portal da durch. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Da kann ich mich wahrscheinlich auch... Nö, ist hier offen? Ah, ne. Die ist verschlossen. Ist es hier irgendwo? Stopp mal, ich habe doch einen Schädel, oder? Genau, ich habe einen Schädel, der ist ja gerade aus der anderen Dimension geholt. Das heißt, ich könnte zum Beispiel durch diese Tür gehen. Oder durch diese Tür gehen. Es läuft ungefähr aufs Gleiche raus. Und hier hinten, dann komme ich aber den Turm an, da ist bestimmt was zu machen. Okay. Das heißt, ich gehe mit den Leuten, mit denen einfach hier außen rum. Bevor ich mich jetzt ewig... So. Oh nein, ich wollte mir halt Teleportation sparen. Tue ich mir aber überhaupt nicht, weil ich jetzt hier doch einmal rumteleportieren muss. Hätte ich es auch gleich anders machen können. Und warum kommt der rote Prinz gleich wieder mit? Ich wollte mal diesen Teleportationskram einmal schenken. Tue ich aber gar nicht. Sei denn, hier ist irgendwo eine Ranke oder sowas. Einmal teleportieren muss ich mich schon. Und die Zeiten abwarten. Oder ist eigentlich für das zurückgesetzt, dass sie nicht darauf achten, wenn ich das schon mal weitergebe sozusagen. Das probiere ich gleich mal aus. Wenn ich jetzt Sibyl runter teleportiere und Sibyl... den Teleportationshandschuh gebe. Na, guck an. Da haben sie nicht dran gedacht. Ah, wenn man ihn nicht jemand anders gibt, dann behält es den Cooldown. Nur wenn man das wechselt auf eine andere Person, dann vergisst er den Cooldown. Exploit! Jetzt habe ich auch das Band des Prakos. Ah, damit mich ich am Anfang auch dem Gargoyle zeigen kann. Na, wurscht. Das wäre darum. Ah, dann hat er einen direkt zum Turm teleportiert. Dann muss man gar keine Rätsel lösen. Da verpasst man aber auch andere Sachen. So, dann kommt man hier. Alle durch die Falltür. Careful now. That's a trap.
schon in irgendeine Falle gelaufen. Ja, mir doch wurscht. Kein Bock jetzt. Da ist eine Fackel. Ah ne, durch die Tür wollte ich. Durch die Tür will ich denn jetzt? Durch die Tür, durch die Tür. Eigentlich durch die Tür. Nein, warum ist das zu? Achso, warum steht Sibyl noch da? Weil das Fass explodiert ist. Wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt die blöde... Dann löschen wir das erstmal. Damit ich was sehe. Obwohl, wenn es dampft, sehe ich auch nicht so viel. Careful now, that's a trap. Ja, wo stand das blöde Fass? Klick, 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 klick. Au, 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 die kriegt ja voll viel Schaden. Stopp, stopp, stopp. Könnt ihr mal aufhören, wir sehen doch die Fallen, könnt ihr mal aufhören, darauf zu gehen? Warum muss ich ihn alle einzeln steuern? Ihr seht doch die Fallen auf dem Boden. Er sagt doch, careful, that's a trap. Man kann auch nicht pausieren, das fucking Spiel. Hier muss man, die dann so, laufen alle da fröhlich irgendwo rum. Ja, drauf geschissen. Die 5 Mark habe ich eben schon noch. Meine Herren, aber echt mal. Wie schwer kann es denn sein, nicht über die Fallen zu laufen, die man da sieht, automatisch. Die weichen ja sonst auch anderen Flächen aus, deswegen... Ey. Deppen. So, vielen Dank. Jetzt geht man nicht über alle Fallen. So ein paar sind ja okay. Ja, krumm. Ja, lauft ruhig. Nein, stopp, stopp. Komm da rüber. Ey. Ich bin ja zu faul, jetzt einfach allen einzeln durchzumanövrieren. Wäre aber wahrscheinlich besser gewesen. Ich mir ordentlich Geld gespart. Wie teuer ist eine Schriftrolle? Aber wenn ich es kaufe, ist es teurer. 120 wahrscheinlich, dass ich dafür kriege. So. Mal speichern. Meine Herren. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Noch mehr. Aber ich habe nicht mehr Totenköpfe. Das wäre aber nur der alte, andere Weg gewesen, obwohl ich mehr Totenköpfe brauche. Hier lang. Geht es irgendwo hoch? Gehen wir mal hier lang. In den Turm. Ich kann eine Statue benutzen. Kann man die benutzen? Nee, die nicht. Ist hier noch irgendwas? Hier wäre noch eine Eisentür. Ist noch irgendwas, wenn ich mich hier durchteleportiere? Kann ich hier noch irgendwo einen Totenschädel aufsammeln? Sieht nicht so aus. Stern eyes in a sterner face stare into your very soul. Under the inescapable gaze, you begin to shiver uncontrollably. Another crawling rat, tracking your stinking paws beneath my nose. Vermin are not tolerated in my house. Begone! Dominierende Statue des Precious Rex? Nö. Do not doubt my power. I merely wish you gone. You are gone. Begone! Dann bin ich jetzt einfach weggewünscht. Dann bin ich wieder am Anfang. Dadurch, dass es so ein bisschen nervig ist, rein von der Steuerung her, habe ich da gerade nicht so wahnsinnig viel Lust drauf. Die Sau. Tschüss. Was? Die alte Sau. Von den Totenköpfen haben wir jetzt schon benutzt. Wo stehe ich jetzt? Hier stehe ich. Dann rede ich einfach mal nicht mit dem. Kann ich mit den Gargoyles interagieren? Nope.
Oh, ein Schädel. Einer mehr. Brauche ich den vielleicht, um das Tor aufzumachen? Vom Turm. Ich hatte echt kurz überlegt, ob ich das einfach nochmal spiele. So ein bisschen so rollenspielmäßig. Ich habe halt sozusagen diesen Fehler gemacht. Aber das ist halt steuerungsmäßig so ein bisschen ätzend. So, hier mal speichern eben. Warum legt er dir so einen Scheiß wieder rein, ey? Zeitkrümmung. Einen weiteren Zug, das ist ganz schön krass. Was hat sie denn noch für eine Ability? Verrückt werden. Auch ganz cool. Ich überlege gerade, mit wem ich halt das aufsammle hier. Mal mit ihm. Zeitkrümmung klingt ganz schön geil. The stony gaze of the gargoyle pins you to the spot as it spreads its wings before you. You have earned your reward. Okay. Danke. Ein Dieberei kann aber auch nur der Rote Prinz tragen. Zwei Verstand. Alles nicht so geil. Schuhe des Aberglaubens. Einschleichen. Oh. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Die Schuhe, 19 magische Rüstung, Wasserresistenz, Luftresistenz, Schleichen ist auch nicht so gut. Intelligenz. Könnte zumindest der Dings tragen. Gewährt noch eine Fertigkeit. Und hat halt Verstand und Jägermann. Was beides nicht schlecht ist für... Das sind zwei Stats und eine Dieberei. Das ist nur eins. Adlerauge, der Helm klingt am geilsten. Was kriegen wir denn noch? Jägersmann, oh. Und Runen. Und ein Schild. Das nehme ich alles. Einmal alles zu mir, bitte. So, was hat sie denn für einen Helm? Warum hat sie denn einen Kriegsführungshelm? Einfach nur because... Wahrscheinlich einfach nur, weil sie es tragen konnte mit Finesse 11 und sonst es nicht so angesagt war. Ein Verstand plus ein Beschwören. Verstand macht Crit, oder? Crit und Initiative statt Kriegsführung. Lohnt sich das denn durch den fossilen Hieb? Ich gebe ihm das mal. Das hatte ich irgendwie letztes Mal anscheinend so entschieden. Auch durch die erhöhte Rüstung. Auf jeden Fall ein Verstand und ein Jägersmann ist schon ziemlich gut. Noch eine Crit-Chance, eine Initiative. Und dann gibt es Brenndolche dazu. Okay, das macht... kaum Schaden. Aber könnte mal sinnvoll sein, wenn ich irgendwie Feuer auslösen möchte. Oder einfach... Obwohl, bei ihr habe ich eigentlich fast nie Aktionspunkte übrig, weil ich kann immer schießen. Und schießen ist immer gut. Aber... verkehrt ist es trotzdem nicht. Wie gesagt, bei ihm. Ah, jetzt können wir den Schild nochmal vergleichen. Das mache ich gleich hier. Ja. Felsenrune. Erdschaden, Erdresistenz, maximale Lebenskraft. Auch ganz nice. Und das geben wir eben auch mal Sibyl. Feuer. Himmelsschuss. Du springst vor dem Schießen in die Luft, um Schadensboni zu erhalten. Bewirkt 40 bis 49 Schaden plus 8 bis 11 Wasserschaden. Diese Fertigkeit erhält unabhängig von der Höhe Boni für erhöhte Positionen. Kostet 2. Und macht halt einfach ordentlich Bonusschaden. Gucken wir ganz kurz, wie viel Gedächtnis. Eh noch. Die Sibyl. Die kann sich noch genug Sachen merken. Und wird auch gleich zugewandt. Okay. Das nehmen wir gleich mal wieder nach vorne. Das ist dann Standardangriff. Und Geistesding ist ja eher zum Buffen. So. Single Target. Dann, das sind mehrere Ziele. Das sind die Buff-Geschichten. Fleischopfer. Ein Inventarfallspitz, wenn ich selber kenne, zerbrechen ist noch was Spezielles. Dolche. Nehme ich mal hier vorne mit hin.
Okay, und jetzt gucken wir beim Roten Prinzen noch. Er hat noch ein neues Schild bekommen. So ist ein bisschen übersichtlicher. Hä, warum hat er den jetzt schon angelegt? Das wollte ich überhaupt nicht. Hä, warum läuft er überhaupt nur mit einem Schild rum gerade? Was ist das für ein Quatsch? So. Beide gleich viel Rüstung und oder magische und physische Rüstung. Zwei Stärke, ein Konstitution. Zwei Intelligenz, ein Konstitution. Total beschissene Stats für einen Krieger. Int. Also Konstitution ist okay, aber Int. Ist irgendwie für so einen heiligen Krieger, so einen Spellcaster. Ja. Vielen Dank. Wo hat er seine Zweihandwaffe abgelegt? Das sind die beiden Einhandgeschichten. Das auch. Noch irgendwas übersehen von neuen Sachen, die ich bekommen habe? Ich glaube nicht. Ich ganz gerne halt mal mehr von dem Tyrannen-Set. So, mit ihm wollte ich jetzt ja hier die Quellenpunkte einsammeln. Und kann ich die Tür einfach so aufmachen? Ich habe immer noch einen. Turm des Brakkos. Ja, bloß nicht aufhören. Ich habe immer noch einen Schädel auch. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht hier drin brauche. Oh, die große Tür ist verschlossen. Ich habe ja einen Hey, Schädel. did I ever tell you of the time I cursed that court eunuch? Court eunuch to speak only truth and he admitted pleasing Bacchus's mistress. Oh, Tamsin. Das ist doch einer der, von dem ich die Seelengefäße dabei habe. Könnten sich auch drüber freuen, wenn ich ihre Seelen mitbringe. So, hey, eine Seele dabei. Wie geht's? Ey, das Spiel hört aber auch nicht auf, ne? Immer gibt es irgendwas Neues. Ich suche mal in die Schädelhaufen noch, bevor ich da hinten lang gehe. Ist ja wie mit den Rosen, manche so blöd anzuklicken. Lohnt sich aber oft auch nicht. Das heißt, man hat viel Arbeit und es bringt nichts. Das kenne ich irgendwoher. Gut, dann gucke ich mal, was hier mit diesen Nekromanten auf sich hat. Vielleicht freuen die sich über mich. Macabre, yes.